geht es heute um das neue Talent. Und zwar, wo bekomme ich die Runensteine, wurde ich gefragt. Und wie levelt es? Beziehungsweise gar nicht, wie levelt es, sondern wie hoch ist das Talent? Also, wir starten zuerst mal mit, wo bekommt ihr die Runensteine? Und zwar in der neuen Welt. Erstens bei den Kisten, wenn sie nicht verschlossen sind, das seht ihr schon, bevor er rüber geht. Wenn diese Ketten drauf sind, könnt ihr die Kiste nicht öffnen. Da sind oft Geschenke drin und auch bei den Gegnern. Okay, ist leider zu hoch, kann ich jetzt nicht angreifen. Auf alle Fälle, wenn man ihn besiegt, gibt es oft XP, eben um in dieser Welt weiter zu leveln, und Geschenke. Und wenn ihr die bekommt, habt ihr sie nicht automatisch. Hier drin, sondern ihr habt sie zuerst in eurem Warenhaus und hier seht ihr unterschiedliche Geschenke, die ihr drin erbeutet habt. Zum Beispiel hier Goldpack, nochmal Goldpack, Mana Packs und genauso wie diese Mana Packs haben auch diese Runensteine Packs. Sieht auch aus so wie ein Säckchen, das kann man öffnen. Und da sind dann diese Runensteine drin. So. Ist es damit schon getan? Nein, ist es nicht. Ihr geht auf euren Helden. Ich habe es bis jetzt nur beim Geistermagier freigeschalten. Müsst mindestens auf Level 21 den Runenplatz gelevelt haben. Und dann könnt ihr hier Runen einsetzen. So, leider habe ich ja nicht vier gleiche, aber so sollte es halt aussehen, nur halt jeweils mit demselben Symbol. Dann leuchtet der Stein und man kann das Talent aktivieren. Wenn es aktiviert ist, ist es lediglich eins von fünf. Natürlich das jeweilige Talent, was ihr eben drin habt. So. Und um es weiter zu leveln, das geht ja nicht so schnell und das finde ich so gut dran, ist, ihr braucht vier gleiche Talente. Das heißt, viermal mit dem Stein 1, viermal mit dem Stein 2, viermal mit dem Stein 3, viermal mit dem Stein 4. Jetzt könnt ihr zum Beispiel mit euren vier Flammenwache von Level 1 setzt ihr hier rein und dann, wenn es voll ist, kann man es updaten. Dann klickt ihr hier auf die roten Kristalle, wo er zurzeit nichts anzeigt, weil ich, wie ihr seht, keine vier gleichen vom selben Level besitze. Dann wurde es gelevelt auf 2. Das Level seht ihr hier oben rechts in diesem blauen Kreis. Dann könnt ihr natürlich hier zum Beispiel 1 mit Level 2 reinsetzen und überall anders mit Level 1. Und dann müsst ihr auch hier vom Runenplatz 2 auf Level 2 bringen, den Runenplatz 3 auf Level 2 und den Runenplatz 4. Und erst dann ist das Talent geupgradet worden. Und das gleiche macht ihr dann mit Level 3. Das heißt, dann braucht ihr viermal Runenplatz 1 vom selben Talent mit Level 2. Das gleiche mit Platz 2, 3 und 4. Um es dann auf Level 3 zu bringen, dann braucht ihr viermal Level 3 Runen, um sie auf Level 4 zu bringen und, und. Also, ihr seht, es ist zum Farmen. Und es dauert etwas. Und ich finde es gut, dass es etwas dauert, weil sonst hätten die High-End-Spieler wieder
alle zusätzlichen Talente und man hat gar keine Chance, irgendwas in den vorderen Top 1000 Arena oder sonst irgendwo zu ändern. So, das war's jetzt soweit mit den Runensteinen, Runenplätze. Und noch eins, ihr müsst jeden Helden den Runenplatz auf mindestens 121 auf Level 21 bringen, um überhaupt bei ihm Runen einsetzen zu können. Ja, das kostet viel Mana, kostet viel Steine, aber es ist notwendig und man muss es machen, wenn man irgendwas in der neuen Welt haben möchte. Das Talent wird aktiviert. Habt ihr zum Beispiel jetzt auf irgendeinem Helden Erquicken 2 und schafft es in der neuen Welt so viel zu farmen, um dort Erquicken 3 zu erwirtschaften, habt ihr nicht automatisch Erquicken 5, sondern es zählt nur das höhere Talent. Somit müsst ihr euch auch überlegen, auf welchen Held ihr was draufpackt. Vergesst nicht, es gibt auch andere Talente als Erquicken. Erquicken ist nicht zwingend notwendig, um in die Top 100 in Arena zu kommen oder sonst irgendetwas. Es gibt auch viele, viele andere Talente, die sehr gerne unterschätzt werden. Aber wie gesagt, es zählt nur das höchste Talent. Sie werden auch nicht kombiniert. Das heißt, wenn ich jetzt zweimal Erquicken drauf habe, mit einmal 2 von 5, einmal 3 von 5, wird nicht 5 von 5 draus, sondern es ist und bleibt einfach nur 3 von 5. Das heißt, dann müsste man hier dieses Haupttalent trotzdem ändern und 300 Gems oder eine Karte dafür investieren. So, das war's jetzt. Ihr merkt, ich bin leider noch immer etwas krank. Das war's jetzt zu den Runensteinen und zu den Runenplätzen. Habt ihr noch Fragen dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Hinterlasst mir Fragen, schreibt mir, wenn ihr gern ein Video zu einem Thema sehen wollt. Ich werde das so schnell es geht machen. Like den Channel, like das Video, abonniert den Channel. Das war's. Tschüss.